Kapitel 14. Lor erzählt. Woran ich mich erinnere? Ob sie gut schwimmt? Ja, sie ist eine wunderbare Schwimmerin. Sie schwimmt jetzt wie ein Delfin. Früher? Nein, da schwamm sie wie die Bauern, bloß mit den Armen und mit den Beinen strampelnd. Bevor ich ihr das Brustschwimmen beigebracht habe, konnte sie nicht einmal die Arme richtig ausbreiten. Sie schwamm wie ein Hund. Doch sie hat den Körper einer richtigen Schwimmerin. Ich habe ihr bloß ein, zwei Dinge beibringen müssen. Jetzt kann sie richtig schwimmen. Sie beherrscht sogar den Schmetterlingsstil. Sie wiegt sich rhythmisch in den Lenden. Ihr Oberkörper taucht in einer perfekten, aerodynamischen Kurve aus dem Wasser. Ihre Arme öffnen sich weit und ihre Beine peitschen das Wasser wie der Schwanz eines Delfins. Was sie ganz allein entdeckt hat, das sind die gefährlichen Sprünge. Ich habe panische Angst vor der Höhe, also habe ich es nie versucht. In unserem Wasserparadies, einer abgelegenen, einsamen Bucht, wo das Wasser sehr tief ist, bleibe ich unten, wenn sie auf einen der hohen Felsen klettert, um herunterzuspringen, und betrachte sie aus der Froschperspektive. Doch selbst dann wird mir schwindelig und der Felsen verschmilzt mit den großen Ginkgo-Bäumen, die sich wie Schattenfiguren dahinter abzeichnen. Sie ist winzig klein, wie eine in den Baumwipfeln hängende Frucht. Sie ruft mir etwas zu, aber es ist nur das leise Rascheln einer Frucht. Ein fernes, kaum wahrnehmbares Geräusch, das im Rauschen des Wasserfalls untergeht. Plötzlich löst sich die Frucht und schwebt durch die Luft, fliegt durch den Wind auf mich zu, verwandelt sich in einen schlanken, purpurnen Pfeil, der kopfüber geräuschlos ins Wasser taucht. Bevor er eingesperrt wurde, pflegte mein Vater zu sagen, dass man das Tanzen nicht lernen könne. Er hatte recht. Es ist wie das Tauchspringen. Oder wie Gedichte schreiben. Man muss es selber entdecken. Es gibt Menschen, die das ganze Leben trainieren, aber wie ein Stein ins Wasser plumpsen und niemals zu einer durch die Luft fliegenden Frucht werden. Ich besaß einen Schlüsselring, den meine Mutter mir zum Geburtstag geschenkt hatte, einen vergoldeten Ring, der mit winzigen, dünnen, zartgrün geederten Jadeblättern verziert war. Ich trug ihn immer bei mir. Es war mein Glücksbringer. Obschon ich nichts besitze, habe ich jede Menge Schlüssel daran befestigt. Die Schlüssel zu unserer Wohnung in Chengdu, die meines persönlichen Schubfaches unter dem meiner Mutter, die Küchenschlüssel, überdies ein Taschenmesser, ein Nagelknipser. Kürzlich hatte ich auch den Dietrich hinzugefügt, den wir aus einem Nagel gebastelt hatten, um Brillenschanks Bücher zu stehlen. Ich hatte ihn sorgfältig als Erinnerung an einen erfolgreichen Einbruch aufbewahrt. Eines Nachmittags im September ging ich zusammen mit der kleinen Schneiderin zu unserer einsamen kleinen Bucht. Das Wasser war ein bisschen kühl. Ich las ihr ein Dutzend Seiten aus Balzacs Verlorene Illusionen vor. Dieses Buch hatte mich übrigens weniger beeindruckt als der alte Go. Sie fing eine Schildkröte zwischen den Steinen auf dem Grund der Bucht. Ich habe mit dem Taschenmesser die Köpfe der zwei ehrgeizigen Langnasen in den Panzer des Tieres geritzt, und dann ließen wir sie wieder laufen. Die Schildkröte verschwand schleunigst, und ich habe mich gefragt, wer wird mich eines Tages aus diesem Berg befreien? Eine sinnlose Frage natürlich, aber sie löste eine Flut schmerzlicher Gedanken in mir aus. Ich hatte einen schrecklichen Durchhänger. Ich klappte das Taschenmesser zu und betrachtete einen nach dem anderen die am Ring befestigten Schlüssel. Die Schlüssel zu unserer Wohnung in Chengdu, die ich nie wieder brauchen würde, und mir kamen die Tränen. Ich war eifersüchtig auf die Schildkröte, die frei herumlaufen konnte. In meiner Verzweiflung schleuderte ich den Schlüsselring ins Wasser. Und sie sprang mit einem Kopfsprung hinterher, um ihn heraufzuholen. Sie blieb endlos lange unten, und ich begann mir Sorgen zu machen. Das Wasser war reglos, dunkel, unheimlich. Nicht die kleinste Luftblase stieg an die Oberfläche. Ich rief, »Wo bist du denn?« Ich rief ihren Namen und ihren Spitznamen. »Kleine Schneiderin, wo steckst du?« Dann sprang ich ebenfalls ins Wasser. Plötzlich sah ich sie direkt vor mir. Sie stieg mit geschmeidigen Bewegungen an die Oberfläche wie ein Delfin. Ihr langes Haar schwebte wie ein Schleier im Wasser, ein märchenhafter Anblick. Als ich auftauchte, sah ich meinen Schlüsselring zwischen ihren Lippen, an den Wassertröpfchen funkelten. Sie ist bestimmt der einzige Mensch auf der Welt, der fest daran glaubt, dass ich eines Tages aus der Umerziehung entlassen werde und dann meine Schlüssel brauche. Seit jenem Nachmittag wurde das Heraufholen des Schlüsselrings zu unserem bevorzugten Zeitvertreib. Ich war ganz verrückt danach, nicht wegen irgendwelcher Zukunftsdeutungen, sondern einzig und allein, um ihren verzaubernden nackten Körper mit dem fast durchsichtigen Lendentuch aus zitterndem Laub zu bewundern, der sich geschmeidig im Wasser bewegte. Sie schwamm und tauchte wie ein Delfin, doch dann haben wir den Schlüsselring im Wasser verloren. Ich hätte sie mit allen Mitteln daran hindern sollen, ein zweites Mal nach dem Schlüssel zu tauchen. Zum Glück ist nichts passiert. Doch wie auch immer, ich mag nicht mehr zu der kleinen Bucht gehen. Als ich an jedem Abend ins Dorf zurückkehrte, erwartete mich das Telegramm, mit dem mir mitgeteilt wurde, meine Mutter liege im Krankenhaus und verlange dringend nach mir. Der Laban hat mir wahrscheinlich wegen meiner erfolgreichen Zahnbehandlung einen Monat Urlaub zugestanden.
Ich reise morgen früh ab. Die Ironie des Schicksals will es, dass ich ohne Schlüssel nach Hause komme.